Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Part Modern Minecraft, Feed the Beast oder wie auch immer ihr das nennen wollt. Es ist jedenfalls ewig her, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe, denn die ersten 10 Parts habe ich glaube ich sogar... Gucken wir mal hin. Die ersten 10 Parts habe ich am Stück aufgenommen. Deswegen könnt ihr euch ausrechnen, wann ich den ersten Part hochgeladen habe. Und dementsprechend wisst ihr dann auch, wie lange es her ist, dass ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber in der Zeit habe ich natürlich weitergespielt. Ist klar, habe ich euch auch schon gesagt, dass ich offline nicht alles aufnehmen werde, sondern eben offline auch noch weiterspielen werde. Und das habe ich natürlich gemacht. Und das werde ich euch jetzt erstmal zu Beginn zeigen. Die erste Neuerung, die sich euch sehr wahrscheinlich zeigen wird, ist, dass ich Shader installiert habe. Es hat relativ lange gedauert, bis ich auch die ganzen Einstellungen so angepasst habe, dass es einigermaßen flüssig läuft. Denn momentan sind wir jetzt auf... Ja, okay, es geht 21 FPS. Also, die Shader hauen schon ziemlich beim PC rein. Zumal das normalerweise, meistens sich bei mir so im 150 FPS-Bereich bewegt. Aber naja, ich denke, vielleicht wird es mit Updates auch noch besser werden. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls haben wir halt hier immer so blöde Chunk-Lad-Fehler, aber naja. Das ist jetzt nicht so wichtig, denke ich. Ich möchte euch eigentlich nur mal zeigen, das ist nur mal, ich werde jetzt erstmal zu Beginn des Ganzen zeigen, dass diese Dinger hier fehlen, was soll das? Egal, hier habe ich ein paar Sachen reingepumpt momentan, die können wir eigentlich hier eben nochmal rausholen. Ich war nämlich dabei, den Wald da unten abzuholzen, weil wir einfach ein bisschen mehr Platz brauchen. Denn für die Sachen, die ich vorhabe, wir müssen einfach etwas expandieren und was mir noch eingefallen ist, beziehungsweise was ich mir überlegt habe, ist, dass wir sehr wahrscheinlich das jetzt hier alles nochmal umbauen werde, das heißt alles nicht, aber jedenfalls zum Teil das nochmal umbauen werde, da mir das so noch nicht so wirklich gefällt. Ihr kennt mich, wer länger meine Videos geschaut hat, beziehungsweise ja eigentlich im Grunde geschaut hat, der weiß, dass ich relativ schnell, beziehungsweise relativ oft meine Meinung ändere zu bestimmten Themen. Und aus diesem Grund ist es einfach so, dass ich selbstverständlich das hier wieder umbauen werde, da es doch nicht so genau dem entspricht, was ich mir vorgestellt habe. Aber das ist ja schließlich auch der Sinn eines Let's Plays, dass sich das Ganze etwas, ja, in Zeit zu Zeit ändert. Und deswegen würde ich sagen, ich hoffe, ihr werdet euch jetzt nicht wieder die Haare raufen und denken, na, mein Gott, der macht echt überhaupt nichts fertig. Es stimmt, ich mache nichts fertig, beziehungsweise nicht sonderlich viel, aber ich möchte auch nicht, dass mir alles, ja, dass ich irgendwas mache und es mir nicht gefällt. Das ist einfach, ich spiele es ja, weil es mir Spaß macht und ich werde es dann auch so bauen, beziehungsweise ja, eigentlich so spielen, wie ich es eben haben will. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder irgendwelche Wünsche, könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde das auch berücksichtigen, beziehungsweise versuchen zu berücksichtigen. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie gerade jetzt eine längere Aufnahmesession plane, beziehungsweise machen werde, dann werde ich natürlich in der Zeit nicht unbedingt auf eure Kommentare eingehen können. Aber seid euch gewiss, dass ich die Kommentare lese und auch versuche, auf sie einzugehen. Gut, ich habe mir ehrlich gesagt ein paar Themen notiert, über die ich so sprechen will momentan. Das sind erstens ein paar Sachen über das Let's Play im Allgemeinen, andererseits auch noch andere Sachen wie erstmal über den Channel an sich überhaupt und noch ein paar andere Sachen. Und ich denke, da werde ich jetzt einfach mal von vorne anfangen. Das heißt, im ersten Part der neuen Aufnahme wäre es natürlich am praktischsten, wenn ich euch erstmal so sage, was ich jetzt so geplant habe, beziehungsweise was ich ganz gerne in nächster Zeit machen würde. Ich würde gerne die Base expandieren und die so umbauen, dass sie mir wirklich gut gefällt. Außerdem sollte sie natürlich praktisch sein und wir werden uns im Laufe der Zeit, ich bin mir noch nicht genau sicher wann, aber wir werden bald mit einem Lagersystem anfangen und das fehlt hier noch ein bisschen, das muss ich echt mal optimieren.
Ja, ich weiß nicht, so lange mache ich es, da wenn ich die Aufnahme dann noch nicht, damit ich das hier etwas fixen kann. Aber ich müsste jetzt einfach mal schauen, wenn wir, Moment, das probiere ich jetzt gerade mal aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Distance auf normal setze, kommt das dann besser raus? Ich weiß es nicht, der ganze Kram lädt hier halt dann nochmal neu. Aber wir probieren das jetzt einfach mal, ob sich das dann vielleicht etwas schneller oder besser aufbaut, wie auch immer. Ich bin jetzt nicht so der wirkliche Optifine bzw. Shader-Experte, aber mir gefällt es eigentlich so ganz gut. Ich finde, es sieht mit Shadern viel besser aus. Und deswegen werde ich das jetzt auch so mal behalten, beziehungsweise habe versucht, es soweit zu behalten. Gut, das heißt, wir werden jetzt erstmal zurück zum Thema. Wir werden ein bisschen weiter bauen, erstmal an der Base und dann ein Lagersystem errichten. Und das werde ich wahrscheinlich mit Applied Energistics machen, weil wir da einfach sehr viele Möglichkeiten haben, das Ganze automatisch ablaufen zu lassen. Und aus diesem Grunde, nein, nicht aus diesem Grunde, generell einfach, weil ich eben hier ein paar neue Sachen, so, auch so Grundnahrungsmittel aufbauen will. Nicht nur unbedingt neue Feed the Beast Sachen, sondern auch einfach erstmal die Grundsachen, damit wir unsere Grundlage haben und darauf weiter aufbauen können. Würde ich ganz gerne hier noch ein paar Felder hinmachen, die wir erstmal nicht automatisch bauen werden, aber die natürlich dann im Laufe der Zeit noch automatisiert werden. Und ja, ich habe mir eigentlich das vorgestellt, so dass wir hier einfach ein paar Plateaus errichten, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich glaube, mit Plateaus würden wir ganz gut fahren. Und die dann praktisch in unterschiedlicher Weise ja, bepflanzen, sodass wir dann die verschiedensten Sachen da rausholen können. Natürlich versuche ich dann später das alles in ein Lagersystem praktisch zu bekommen. Aber ich denke, wenn wir hier das alles freihauen, sieht das hier eigentlich schon ganz gut aus. Und ich kapiere gerade überhaupt nicht, warum das hier alles so blöd mit der also mit der Weltgenerierung ist. Ich meine, was ist denn da los? Da werde ich selbstverständlich jetzt gleich mal eben in den Einstellungen ein paar Sachen ausprobieren und dann hoffen, dass sich das ändert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach gleich mal wieder. Moment. So Leute, ich hoffe einfach, ich habe den Bug jetzt mal behoben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was das war. Ich habe jetzt einfach mal den Launcher neu gestartet. Aber es wird gerade Nacht und deswegen würde ich ganz gerne mal wieder hochgehen. Und danach können wir eigentlich auch gleich wieder weitermachen. Wir brauchen ja sowieso eigentlich eine neue Axt, deswegen ist das relativ egal, ob das, ja, ob es jetzt Nacht wird oder nicht. Ich finde, hier hinten sieht das eigentlich schon ganz gut aus, wenn wir hier dann so die Sonne untergeht. Aber ich weiß ja nicht genau, wie ich das Ganze aufbauen werde. Ich möchte einfach alles freier gestalten, denn so gefällt mir das echt nicht wirklich gut, weil das ja alles halt so verwinkelt ist und sowas. Und ich hätte, glaube ich, lieber einen großen Raum, wo wir dann die ganzen Sachen drin haben. Beziehungsweise vielleicht auch mehrere große Räume, aber nicht so was Kleines, Enges, wie so wie hier und so verwinkelt hier hoch. Also das ist, glaube ich, doch nicht so das, was mir gefällt. Vor allen Dingen nicht, wenn man eben die ganzen Feed the Beast Sachen noch hat, die man ja dann doch irgendwie zusammen haben will. Vor allen Dingen, wenn man jetzt irgendwie ein Netzwerk bauen will von irgendwas und eben kein ewig lange, der keine ewig langen Strecken bauen will. Denn natürlich möchte ich das Ganze so ressourcenschonend wie möglich machen. Und ich denke, das ist einfach so nicht möglich, wenn wir das alles so richtig verwinkelt machen. Und das macht das Ganze einfach unnötig kompliziert. Deswegen würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass ich einfach mal versuche, das Ganze, na toll, dass ich einfach mal versuche, das Ganze soweit eben dann zu ändern, dass wir da einen größeren Raum haben, dass ich das etwas umbauen werde. Ich denke, das werde ich jetzt aber nicht in der Aufnahme machen, sondern in der Aufnahme werden wir erstmal das hier fertig machen, dann selbstverständlich in dem nächsten Part, ich weiß eben noch nicht genau, wie lang diese Aufnahme wird, werden wir dann sehr wahrscheinlich uns hier erstmal so ein bisschen Terraforming betätigen. Das ist jetzt zwar auch nicht so ganz interessant, aber naja, wobei, Moment, ich habe eine andere Idee, was wir machen könnten. Das wollte ich sowieso mal machen. Wir könnten ein bisschen uns eine Mining Turtle nehmen.
und erstmal grundsätzlich so ein bisschen unterirdisch meinen auf richtigen Ebenen. Allerdings müsste ich dann eben nochmal wegen einem bestimmten Coach gucken. Und Moment, das kann ich jetzt gerade gar nicht machen. Das ist etwas blöd. Dann würde ich einfach sagen, plane ich jetzt einfach mal so ein bisschen mit euch, damit ihr auch mal so ein bisschen seht, wie die ganzen Sachen so auch, ja, überhaupt generell so Planung zustande kommt. Ist ja auch meistens bei den anderen Videos so, dass ich mir praktisch die ganzen Sachen erstmal überlege und dann praktisch, ja, praktisch vor meinem inneren Auge, sag ich jetzt mal, so ein bisschen sehe und dann versuche, das in die Tat umzusetzen. Und was ich hier eigentlich ganz cool finde, wäre, wenn wir hier so ein bisschen, ja, immer in so bestimmten Abschnitten, also in so Kacheln, praktisch auf verschiedenen Ebenen das hier machen würden und dass ich hier halt so ein bisschen auslaufen würde. Das würde natürlich voraussetzen, dass wir hier diesen Berg nicht mehr haben. Deswegen würde ich jetzt hier einfach mal eben kurz mit anfangen, den hier abzutragen. Das wird es aber nicht, auch nicht so ewig lang dauern, hoffe ich mal, mit dieser, was ist eigentlich auch drauf, Effizienz 2, ja, okay. Das hält leider nicht mehr so lang, aber immerhin sollte es noch ein bisschen laufen. Ich könnte hier in der Zeit ein bisschen schon mal über Lagersystem so erzählen, was es da so für Sachen gibt, die wir da bauen können. Einerseits wird das Ganze praktisch auf, ja, einfach damit es nicht so viel laggt, werden es nicht so viele Buildcraft oder Red Power oder was weiß ich für Pipes sein, sodass praktisch die ganzen Items geladen werden, wenn sie durch irgendwelche Transportröhren oder was weiß ich was, diese Transportpipes, ja, praktisch durchlaufen, sondern das Ganze wird mit, wie gesagt, schon Applied Energistics gemacht. Und im Grunde, ja, wie könnte man das sagen? Im Grunde transferiert der Mod praktisch die ganzen Items in, ja, auf gut Deutsch in Bytes, also in, ja, in Computer. Ist eigentlich im Grunde nur in so einem kleinen Code. Das heißt, wir haben im Endeffekt dann so Speicherzellen, wo wir dann die ganzen Items drauf haben. Das heißt, wir sehen die nicht hier echt, sondern wir werden dann zum Beispiel ein Item haben, da ist nur, sind nur die Zuckerrohre dran. Und die stacken halt dann alle rein. Das heißt, wir haben hier nicht so viel Unordnung drin, dass wir hier, keine Ahnung, 8 mal Rubber haben oder was weiß ich wie viel oder 7 mal, ist jetzt auch egal, sondern dass man da praktisch verschiedene Sachen hat, die wir da, dass man praktisch die ganzen Items übereinander stapeln kann, im Grunde. Dann gibt es natürlich automatische Crafting-Vorgänge, die ich aber sehr wahrscheinlich noch nicht benutzen werde, ich weiß es noch nicht genau. Und dann wird es sehr wahrscheinlich noch ja, dieses ganze Maserator und das ganze Schmelzen und sowas wird automatisch sein, sodass wir praktisch, wie gesagt, unsere Erze in das System einschleusen, bis praktisch dann in den Maserator kommt und anschließend dann eben gleich verarbeitet wird. Moment, was suche ich eigentlich gerade? Genau, ich wollte hier eine Schaufel machen.